Majestät, draußen wartet ein Botschafter der österreichischen Kultur. Na ja, dann unterstützen Sie ihn halt, nicht? Weil Künstler müssen unterstützt werden. Kaufen Sie mal einen Augustin ab und schicken Sie ihn irgendwie. Aber Majestät, der Mann kommt aus einer der entlegensten Ecken unseres Reiches und er möchte für Eure Majestät eine Einladung aussprechen. Was es sein muss, also. Zur Präsentation der europäischen Kulturhauptstadt, der Intendant von Linz 09, Martin Heller. Kein Pinguin, Majestät. Ja, das sehen wir. Rosa. A rosa Kirchen. Das kommt zu den speziellen Schneekugeln. Jetzt haben wir uns schon so auf einen Innviertler Pinguin gefreut. Die haben kleinere Ohren als die Mühlviertler. Wie ist das, Seifenstein? Heller. Wieso ist der da, Seifenstein? Majestät, ich denke, Herr Heller möchte Linz 09 Eure Majestät präsentieren. Aha. Und wann fängt es an? Wo ist es überhaupt? Angefangen hat schon lange, Majestät. Das ist gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein. Das haben wir ja gar nicht eröffnet. Wir haben das eröffnet. Es ist uns ein Fehler passiert. Ja, das kann man wohl sagen. Wer hat es denn eröffnet? Der Bundespräsident? Leider ja. Um Gottes Willen. Der Bunsenbär schon wieder. Aber da kann das ja nur eine Kleintiermesse sein oder ein Traktorschau oder Tag der offenen Kellertür oder was. Also was ist Ihnen da für ein Fehler unterlaufen? Ja, wir würden das gerne wieder gut machen. Und wie? Ich würde Sie gerne einladen nach Linz. Da hätte er SMS auch schicken können. Wir hätten inzwischen, nein, danke, und die Geschichte hätte sich gehoben. Ja. Jetzt sitzt er da, nein, ne? Jetzt. So einfach geht das nicht. Also Linz ist Kulturhauptstadt, oder was? Haben wir da nicht einen Film von der Eröffnung? Haben Sie nicht vielleicht, gesagt, vielleicht könnten Sie das Kulturhauptstadt ja schließen, Ihre Majestät. Ja, dann machen wir Silvester. Das. Also, das ist geschlossen. Ja. Am Silvester. Ach so, ja. Nicht jetzt. Na, ach so, dann vergessen Sie das, Seifenstein. Majestät, wir hätten eine kurze Filmaufzeichnung der Eröffnungszeremonie. Hofbildstelle, bitte. Geht's der mit der schiefen Haube schon besser? Na, ich darf Ihre Majestät davon unterrichten, dass das der Teil war, den André Heller gestaltet hat. Nein, hat ausgeschaut, als wäre das das Publikum, das leidet. Ja. Nein, das waren die Hauptpersonen. Ja? Toi, 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 für den letzten Jahr. Was hat er denn im Programm Linz 09? Was läuft denn aktuell? Was wird denn noch kommen? Soweit ich verstanden habe, lieben Ihre Majestät Ballettaufführungen. Eure Majestät? Eure Majestät? Ja. Er ist ein Schweizer, das kann ich vergleichen. Habsburger zwar rausgehauen aus dem Land, vernünftiges Volk, ja, aber dann hat leider Gottes nichts mit den Fällen dazugelernt. Ne? Also. Aber ich tue mein Bestes. Ja, wir merken es schon, es ist halt nicht genug. Eure Majestät. Eure Majestät lieben Ballettaufführungen. Richtig? Das haben wir nicht. Aber wenn Eure Majestät... Aber wenn Eure Majestät an Silvester wirklich das Kulturhauptstadtjahr in Linz zu schließen gedenken und uns die Ehre machen würden, dann würden wir einen Ballettabend organisieren. Also, Silvester ist nächste Woche, Seifenstein, ab sofort. Also machen wir.
Hat er eigentlich schon Oberösterreichisch gelernt? Ich hab's noch nie versucht, Eure Majestät. Ah, schau, also, der gefällt uns immer besser. Also, probieren wir vielleicht was. Für Lässige. Also? Für Lässige. Für lässig he. He, he ist. Hm? Ja. Fui lässig, hey. Na, mit so kriegt er keine gescheite Atmung zusammen. Komm her. Fui lässig, hey. Fui lässig, hey. Das He war noch das aus dem Zwergfeld. Also muss He. He. Ja. Und jetzt vielleicht. Treffen wir uns mit dem Parmes über 7 und mit dem Reiflex der Kordel auf eine halbe, es ist eh schon viertel über 8. Ich kapituliere, Eure Majestät. Ich bleibe lieber Schweizer. So kommt er nie auf ein Schaumbad in der Memory Bar. Super Typ, der Hiller. Der Hiller Martin. Geil. Er hat eine Schweizer Uhr, schau mal da drauf. Was sagt ihm das? Es ist Zeit zu gehen.